Hallo. Moin. Hallo. Morgen. Wake up and clear your brain. Time to listen to what people are saying. Government is lying again and the media is acting insane. Feels so good to stay in bed. And I know they're talking heads, but you can sleep when you are dead, so wake up. Wake up. Ja. Alle wach? Ich bin aufgewacht, ja. Dann. Wollen wir uns erstmal bedanken bei unseren Hörern für... Ich unterstütze den Aufwachen-Podcast. Ganz genau. Thilo zählt die Frauen mit, die ich jetzt vorlese. Luisa. Mhm. Luisa grüßt Philipp, der mit seiner Empfehlung meine, also Luisas, Aufwachensucht zu verantworten hat. Na, dann vielen Dank, Philipp, und vielen Dank, Luisa, für die Unterstützung. Wenn das die Drogenbeauftragte hört, ne? Julian, danken wir. Ob illegal oder nicht legal. Scheißegal, genau. Julian, danken wir. Florian, Alexander, Silke, Johanna. Johanna, danke fürs Nachdenklich machen. Bernhard, Paul, Christine, Daniel, Felix, Mario, 50 Euro. Und er schreibt, gute und wichtige Themen, aber zu viel Gelaber. Qualität, nicht Quantität. Das könnte auch eure Reichweite erhöhen. Eine Stunde bitte. Florian, 50 Euro. Er schreibt ein bisschen ausführlicher. Hallo ihr zwei. Ich höre gerne Aufwachen und schaue auch hin und wieder die Clips von Jung und Naiv. Gerade weil ihr meistens nicht meiner Meinung seid. Meiner Meinung nach betrachtet ihr die Anführungszeichen, rechten Anführungszeichen, in einem viel zu schlechten Licht. Klammer auf, AfD, Trump, Brexit, etc. Aber das solltet ihr beibehalten. Wenn ihr überall meine Meinung teilen würdet, bestünde die Gefahr, dass ich euch aus Langeweile nicht mehr zuhören würde. Ich wünsche euch viel Gesundheit und viel Erfolg mit euren Projekten. Liebe Grüße, Florian. Ja, gibt mir zu denken. Konstanze, 72 Euro. Ihr seid spitze, euer wacher Geist ist besser als jeder Wecker. Anne-Helena, merke gerade, dass ich wahnsinnig werde, wenn mal eine Podcast-Folge nicht kommt. Smiley. Susanne, 40 Euro. Danke für viele gut aufbereiteten und kritisch hinterfragten Nachrichten. Stefan, 100 Euro, kleine Spende aus Japan. Patrick, ich lese Patricks Kommentar vor, wie er hier steht. Penis. Hihihihi. Und Johannes. Also ich habe sieben Unterstützerinnen gezählt. Das ist eine gute Quote. Susanne am Ende. Was, Susanne am Ende? Susanne, sieben. Ja, sieben. Kommentare, kurzer Durchlauf. Joher, Voyager Staffel 6, Episode 7. Genau richtig, die Voyager-Verschwörung. Ich habe es mir auch nochmal angeguckt, zumindest die zweite Hälfte. Spektakulär gut, genau richtig. Das erklärt im Grunde alles, was jetzt vor sich geht. Ich habe keine Ahnung, worauf sich das bezogen hat. Auf die Voyager-Verschwörung. Seven of Nine überlädt sich mit Informationen, die sie nicht verarbeiten kann und stellt am Ende selber fest, naja, so eine Interaktion mit einem Mensch ist doch irgendwie besser, als einfach nur 1000 Tagebücher zu lesen und dann versuchen, Sinn daraus zu ziehen. Und das kann man nachgucken in Star Trek Voyager Staffel 6 Episode 9. Lukas und viele andere haben Richard David Precht Texte von 1995 verlinkt aus der Zeit. Die befassen sich alle mit Fernsehen und einer davon war der erste, wahrscheinlich der von März. Babs empfiehlt eine halbe Stunde BBC zu Obamacare und sie schreibt selber, also aus ihrer Sicht, mein Freund in Amerika zahlt mit Obamacare 20% mehr jeden Monat als vorher und die ersten 3000 Dollar Behandlungskosten aus eigener Tasche ohne freie Arztwahl. Und da erkennt man schon, ja, Obamacare hat nichts mit unserem, wir sind bei der Obama versichert und so weiter und so fort zu tun. In der BBC-Reportage wird da nochmal die Krankenhausrechnung als Nummer 1 Grund für Privatinsolvenzen in Amerika dargestellt. Und das Versicherungsprinzip von Obamacare funktioniert wohl auch so schlecht, weil zu wenig Gesunde sich da freiwillig eingeschrieben haben, weshalb der ein oder andere Gesunde jetzt tatsächlich 1500 Dollar im Monat statt die Hälfte davon bezahlt und trotzdem große Angst davor hat, schwerkrank zu werden. Also alles nicht so töfte, wenn wir einfach nur Krankenversicherung sagen. Hm. Bist du bei der Barmer? Nee, ich bin bei der IKK. Okay. Stefan Fleischhauer verlinkt Harvard Business Review. What so many people don't get about the US working class. Und da steht der wichtige Satz, den Rena argumentiert hat und den auf den auch Precht hingewiesen hat. Bei diesen ganzen Phänomenen, Brexit, Trump,
geht es nicht um the poor, sondern da geht es um die arbeitende Mittelklasse. Groovy Do zu Good Night and Good Luck. Stellt sich Klaus Kleber hier in einer Linie mit Edward Murrow? Das ist der Name, der uns gefehlt hat. Good Night and Good Luck. Das ist ein Anfängerfehler, der mir nicht hätte passieren dürfen. Ja, also Edward Murrow hat damals CBS Fernsehen gemacht in den 50ern, als McCarthy die Hexenjagd auf die Kommunisten gemacht hat. Und in diesem denunziantischen, demagogischen Zeitalter hat Edward Murrow genau das bei Joseph McCarthy entlarvt, indem er nach I.F. Stone-Manier einfach nur seine Reden und sein sonstiges Ausdünsten von, und ich meine, der war ja irgendwie FBI-Chef und so, ne, mal durchgegangen ist und gesagt hat, hier, das ist übertrieben, das geht zu weit. Und? Nee, FBI-Chef war er nie. Ja, was Edward war Edward Hoover war, glaube ich, über Jahrzehnte lang FBI-Chef. Also McCarthy, der war, ja. Der hat eine eigene Subcommittee, glaube ich, im Kongress gehabt oder so. Ja, also war er kann auch Senator gewesen sein, ja. Aber er hat auf jeden Fall im Kongress eine Menge Macht gehabt. Ja. Also Hoover ist ja das andere Stichwort, Hoover und McCarthy und so, wenn dann alles zusammenkommt, dann hat man da Angst und Edward Murrow hat sich da journalistisch eingebracht und wenn Klaus Kleber glaubt, er kann sich da mit ihm auf eine Stufe stellen, finde ich das auch ein bisschen übertrieben, aber gut. Okay, im Forum letztes hier hat sehr interessant zur Industrie 4.0 geschrieben und die Oxford-Studie nochmal einbezogen und nochmal den Unterschied von Produktion und Dienstleistung ausgemacht, weil klar, Produktion lässt sich automatisieren, wie wir es kennen, Dienstleistung auch, Fragezeichen, und das ist eben wirklich das große Fragezeichen, weil mit Dienstleistungen, ganzen Bürojobs und so, nichts lässt sich in den nächsten 10 Jahren einfacher automatisieren, als das, was Menschen heute vorm Computer sitzend machen. Empfehle ich sehr, muss man sich dann aus dem Forum rauskratzen. So, Thilo möchte uns jetzt nochmal kurz ablenken mit SPD-Kram. Ich wollte jetzt einfach nur einen Bericht von unserem Feuerwehrmagazin aus der ARD kurz vorspielen, ja. Denn es gab einen Brennpunkt und wir hören nur ganz fix rein, ja, mhm. Einen Brennpunkt am Dienstagabend in der ARD. Ja, aber wozu? Ja, also ein Brennpunkt? Warum eigentlich? Gabriel macht es nicht, es brennt bei der SPD. Also Brennpunkt, weil es bei der SPD brennt. Und Gabriel es nicht macht. Genau. Der Rückzug des Parteivorsitzenden. Und jetzt haben sie sich an dem Tag gedacht, ja, was war denn das jetzt? Ja, also diese Nachricht, die mit Thomas Walde und Tina Hassel nicht abgesprochen wurde. Ich meine, wir erinnern uns, Thomas Walde wollte vor 1,5 Wochen Sigmar Gabriel noch in der Sendung gratulieren, dass er es macht. Ja? Wo Gabriel auch meinte so, ja, schön, dass sie das wollen, ja, aber ich teile das gerne unser Präsidium mit. Und Thomas Walde meinte ja auch schon auf Twitter, ja, das so hörte sich das nicht an, ja, so sollte sich das nicht anhören. Ich war ehrlich gesagt auch ein bisschen überrascht. Naja, also ich meine, wir haben seit Wochen doch gesagt, also eigentlich müsste Schulz machen. Ich saß ja am Wochenende noch am Tisch und habe groß getönt, ach, der Schulz, der verbrennt sich jetzt nicht, der sitzt 4 Jahre Merkel aus und dann kommt seine große Stunde. Jetzt stellt er sich ins Feuer, verliert und seine Karriere ist damit im Herbst beendet. Also mal gucken. So, aber wie sollte man dieses Ereignis am Dienstag eigentlich nennen? Und Tina Hassel hat das mal probiert. Das war ein Paukenschlag, Sturzgeburt, Brennpunkt zum Paukenschlag in der SPD. Lancierter Befreiungsschlag oder Chaos pur und ein Offenbarungseid. Den Knall aus Berlin. Oh. Der Paukenschlag, Knall aus Berlin, Befreiungsschlag, bam, bam, bam. Na gut. Wenn das so war, also in meiner Filterbubble hat das nicht stattgefunden, ja. Das ist wirklich erstaunlich. Das Lustige ist, der Brennpunkt ist auch gar nicht irgendwie aus einem Brennpunkt-Magazin, wo man das sonst gewohnt ist, gesendet worden, sondern aus der Bericht aus Berlin-Redaktion, aus dem Studio. Das zeigt Oma Erna auch gleich, okay, es ist nicht wirklich ein Brennpunkt, ja. Es gab keinen Terroranschlag. Aber es gab natürlich einen legendären Gast. Ich meine, nach so einem legendären Tag muss man auch einen legendären Gast haben. Und zwar wen? Wer kann es anderes sein? Ja, und ich begrüße jetzt Ralf Stegner, den stellvertretenden Bundesvorsitzenden der SPD und gerade eben noch bei dieser legendären Parteipräsidiumssitzung.
Ja. Boah, er war dabei bei der legendären Parteipräsidiumssitzung. Ja. Wow. Ja, ich bin beeindruckt. Crazy. Ralf, schreib doch mal einen Tagebucheintrag und stell ihn ins Internet. Ja, und Ralf gibt uns jetzt mal Auskunft darüber, was denn Aufführungsabsicht des Tages war. Und ich will gerne einräumen, die Öffentlichkeitsarbeit ist wie bei so einer Generalprobe, die hat jetzt vielleicht nur einen Stern verdient, aber hauptsächlich ist natürlich die Aufführung. Und die Gesamtaufführung soll lauten, mit dem bestmöglichen Kandidaten ziehen wir in den Wahlkampf und wollen die Wahl gewinnen und stärkste Kraft werden. Hm. Das ist doch schön, oder? Ja. Ja. Oh Gott. Jetzt hören wir mal ganz kurz, weil das war ein großes Thema an dem Tag. Wie kam das eigentlich raus? Am Nachmittag hatte der Stern unter Berufung auf Gabriel selbst gemeldet, er macht es nicht, Schulz soll es machen. Gabriel hat die Illustrierte vor Fraktion und Präsidium informiert. Das überrascht mich in der Tat sehr. Na, was ist da los? Finde ich natürlich interessant, ne, dass zwei Redaktionen in Deutschland eher von einer gewaltigen Entscheidung eines Vorsitzenden einer der größten Parteien in Deutschland weiß, als die Partei selbst. Ich würde jetzt nicht sagen, dass er das ganz alleine gemacht hat, da waren schon ein paar wahrscheinlich schon in the know, aber fand ich schon interessant. Und dann auch noch der Stern, ne? Ich meine, das war, keine Ahnung, die Nachricht kam raus, sie haben online irgendwie einen Text dazu gemacht und dann hat der Stern so gesagt, so, oh, jetzt kommen wir aber auch noch einen Tag früher raus. Jetzt drucken wir das Magazin, damit die Leute das zuerst... Haben das einen Tag eher gedruckt als in ihrem normalen Rhythmus? Also das ist ehrlich gesagt... Angesichts der Umstände... Ja, aber das ist nicht ohne, ne? Also sowas ist richtig teuer, weil du hast ja gebuchte Druckereikapazitäten, da kannst du ja nicht einen Tag vorher. Du musst ja irgendwas anderes, also, oh Gott. Ja, aber das Ding war doch, die eigentliche Nachricht war doch nicht das Interview, sondern dass Gabriel verzichtet. Und warum sie jetzt extra diesen teuren Weg gegangen sind, einfach nur weil die Leute gedacht haben, ja okay, jetzt will ich auch noch lesen, was der es nicht macht, dazu sagt. Also naja, ich bin ja auch total... Ja, du bist total hin und weg, ne? Ich weiß gar nicht, was. Ja gut, ich guck's mir mal weiter an. Auf jeden Fall, die waren alle überrascht und so weiter, aber wir lernen jetzt vom alten Rennpferdexperten Ralf Stegner, das Wie ist egal. Aber die Frage, wie das war in der Öffentlichkeitsarbeit, die verliert sich nach 3 Tagen. Mhm. Also nach 3 Tagen ist dann alles vergessen, wie das jetzt war. Hauptsache Schulz, ne? Schulz. Dann gab es einen Beitrag und so weiter, wo wir dann unter anderem lernen, woran Sigmar Gabriel in den letzten Jahren, in den letzten Monaten gelitten hat. Hör mal genau zu. Auch Gabriel leidet unter schlechten Umfragen und schwerer Diabetes. Echt? Schlechte Umfragen. Schwerer Diabetes? Ja, aber in der Reihenfolge. Ne? Er leidet. Ach so, ja, genau. Schlechten Umfragen und schwerer Diabetes. Oh Mann. Oh Mann, was denken die sich denn da bei der ARD? Schwere Diabetes ist ja nun echt nicht ohne und Umfragewerte, na gut. Ja. Na gut. So, und jetzt waren sie noch so schlau und dachten sich, naja, wenn wir hier einen Brennpunkt machen und Oma Erna wissen will, was ist jetzt los? Ja, warum gibt es hier einen Brennpunkt? Warum ist es was Schlimmes passiert? Nein, Oma Erna, alles ist gut. Wir haben einen neuen Kanzlerkandidaten, den kennst du vielleicht noch nicht, den stellen wir dir vor. Aber dafür müssen wir auch nochmal an die Basis schalten, ja. Und dann wurde sich gedacht, okay, wir schalten mal nach NRW, wo der Schulz auch herkommt, in irgend so eine Basis in der Nähe von Wuppertal und hören uns mal um und tun so, als ob das jetzt eine total echte SPD-Ortsbasis-Veranstaltung ist. Und du achtest mal darauf, ob du das für eine echte SPD Ortsvereinsveranstaltungen siehst, ja. Also guck dir mal diesen Raum an und überleg dir, ob das ein SPD-Ortsverein sein kann oder nicht. Und auch wie die Leute agieren da. Pass mal auf. Wie reagiert man denn da auf den Knall aus Berlin? Größer hätte die Überraschung jedenfalls kaum sein können. Damit hatte hier wirklich heute überhaupt niemand gerechnet. Eigentlich steht heute das Thema örtliche Mietpreise auf der Tagesordnung. Auch nur total junge Leute im Hintergrund. Ne? Mhm.
Tagesordnung. Aber dann gab es natürlich doch nur ein Thema. Birgit Prinz, Ortsvereinsvorsitzende hier. Fühlen Sie sich ein bisschen überrumpelt, dass Gabriel jetzt im Alleingang so entschieden hat? Ein bisschen überrumpelt schon. Wir hätten uns gewünscht, dass die Basis mitgenommen wird. Aber letztendlich sind wir sehr zufrieden mit der Nominierung von Martin Schulz zum Kanzlerkandidaten. Martin Schulz ist ein hervorragender Politiker, ein hervorragender Wahlkämpfer. Und wir sind sicher, dass die SPD da einen guten Mann aufgestellt hat. Vielen Dank. Fragen wir auch mal einen der Jüngeren hier in der Runde. So ganz spontan. Ja, ja, wer steht denn da noch? Ah, ein Jüngerer. Hallo. Guten Tag. Der Georg Post, ähnlich begeistert oder wie sehen Sie diese Personalie? Ich freue mich, dass Martin Schulz unser Kandidat wird. Er hat ein Ohr für die Themen junger Leute und mit ihm haben wir die Chance auf frischen Wind im Wahlkampf. Insgesamt ein, ich weiß nicht, ob überraschendes, aber doch sehr deutlich positives Bild. Ich habe hier vorhin mal abstimmen lassen von den gut 20 Leuten. Keine einzige Stimme, die gesagt hat, wir finden das schlecht, was da passiert, sondern durchaus Freude darüber, dass Martin Schulz Kandidat ist. Allerdings auch das fiel in der Diskussion hier. Es geht nicht nur darum, Köpfe auszutauschen, das ist den Leuten hier ganz wichtig, sondern wir müssen auch an den Themen was ändern, wenn wir erfolgreich sein wollen in diesem Wahlkampf. Das war doch total echt, oder? Ja, wollen wir kurz über Produktionsbedingungen reden da? Ich meine, da, die sitzen da in einem Raum, wo nichts an der SPD erinnert. Ja? Ich meine, das ist ein Ortsverein. Also wenn ich in irgendwelche Ortsvereine gehe, dann hängen überall die Poster, alte Wahlkampfslogos. Du hast da eigentlich du hast sehr selten einen Raum, der einfach der SPD-Raum ist, in dem du den so ausgestaltest, sondern du gehst halt da rein und machst das. Ich hab aber noch nie einen Mitgliedsraum, wo die Mitgliedsversammlung oder die Genossenversammlung stattfinden und da sieht nichts nach der Partei aus. Also es kam mir ein bisschen spooky vor. Ja, aber den Raum hier, den hat ja auch die ARD gestaltet. Ja, ja, genau. Ich meine, auf der Seite, die wir hier nicht sehen, stehen 10 Lampen. Ja? Der Raum ist irgendwie taghell. Also taghell heißt um den Faktor 100 heller als üblicherweise, wenn man nur das Deckenlicht anmacht. Alle müssen ganz ruhig im Kreis sitzen. Sie dürfen ein bisschen grinsen, aber sonst nichts, weil da findet gerade eine Show statt. Die ARD veranstaltet hier gerade eine Show. Und sie stellt sich auch noch die zwei, wie so eine Familienaufstellung, ne? Sie stellt sich so die zwei auf und dann, ja, wie ist dein Verhältnis zu ihm und so. Und wenn die Erste dann sagt, das finde ich auch wieder so arm von, ja, zu sagen, ja, also mit dem Ergebnis bin ich ganz zufrieden, deswegen ist mir der Prozess auch, bin ich auch zufrieden. Ja, ich kriege hier einen Kanzlerkandidaten vor die Nase gesetzt. Sie hat schon gesagt, also Basis hätte doch schon gern mitentschieden. Ja, aber dann ist also sie umgeschwenkt auf, das Ergebnis gefällt mir, also finde ich es gut. Ja, genau. Also wir hätten gerne mitentschieden, aber wir hätten den auch gewählt. Ja. 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 Ich bin das, für. Das wurde eigentlich gar nicht mehr thematisiert. Also das Wie, da ging es nur darum, dass Gabriel das schon vorher an die Zeitung lanciert hat, aber nicht, hätte man nicht eine Urwahl machen können? Ich bin für offene Vorwahlen, damit dann auch so Marco Bühle oder so nochmal sich in den Ring werfen kann. So, dann gab es natürlich auch noch Stimmen von vor Ort und unter anderem hören wir jetzt mal ganz kurz Johannes Kahrs, das ist einer aus dem Seeheimer Kreis, ja aus der rechten Ecke der SPD und der berichtet uns jetzt mal vom tollsten Pferd im Stall. Ich glaube, die Beliebtheitswerte in der Bevölkerung, die Martin Schulz hat, können Sie auf die SPD übertragen und dann nochmal richtig was oben drauf tun. Er wird in großen Teilen der Partei geradezu frenetisch geliebt. Also sagte er, ist quasi ein Gott, ja. Im Januar und im September erklärt er dann, warum es doch nur 21% wurden. Genau. So, wir springen mal ganz kurz zum MDR. Da ist mir was aufgefallen in einer Nachrichtensendung. Dann wir hören jetzt mal zwei verschiedene Sichtweisen auf Martin Schulz. Beim MDR. Und mit dem Rest beschäftigen wir uns dann nächste Woche, wenn Stefan uns sich die Nachrichtenwoche anschaut. Mhm. Der MDR leitet mal ein, wofür Martin Schulz eigentlich steht. Also aus positiver Sicht. Zu machen. Martin Schulz ist eine Verheißung für alle, die die üblichen Gesichter in der Politik nicht mehr sehen mögen. Ein Mann, dem man den Sozialdemokraten abnimmt. Gelernter Buchhändler, kein Abitur, kein abgeschlossenes Studium. Ehemaliger Fußballer. Einer, der sich bis ganz nach oben gekämpft hat. Er spricht 5 Sprachen fließend, ist ein mitreißender Redner und hat dem Europäischen Parlament als Präsident zu Macht und Ansehen verholfen. Das ist die alte Acker-Geschichte, ne?
Und jetzt hören wir die andere Variante, nämlich aus dem ORF. Da gab es die ORF-Korrespondentin in Berlin, mit der ich auch schon mal auf einem Podium gesessen habe. Und die bringt mal eine andere Sichtweise auf Martin Schulz und was denn sein Handicap sein könnte. Er geht gerne auf Menschen zu, das merkt man ihm an. Aber er hat auch ein kleines Handicap. Er steht für ein Europa, das viele Menschen ablehnen. Ein Europa der Entscheidungen in den Hinterzimmern und der Bürokratie. Und das ist etwas, was ihm seine Wahlkampfgegner in dieser Auseinandersetzung auch genüsslich unter die Nase reiben werden. Naja, ich weiß nicht. Das ist auf jeden Fall ein Argument. Also ich meine, denk mal an die Brexit-Stimmung, an die Trump-Stimmung. Da wurden immer, ob es nun berechtigt oder nicht, von der Bevölkerung immer die supranationalen Organisationen. Ja, ich denke immer noch an seine Tagesthemengespräche zu Griechenland. Den fiesen Griechen, die uns hier erpressen und so. In der Hinsicht stimmt das auch soweit mit dem Europa. Also ich trage sein Europa jetzt auch nicht unbedingt mit, wenn es so sein Griechenland-Bild von Europa ist. Naja. Ja, ich meine. Und zum Schluss lernen wir noch vom MDR, was denn Freunde, ja, also der MDR hat Zugang zu Martin Schulz' Freundin, zum engsten privaten Umkreis. Und die berichten jetzt mal, was Martin Schulz eigentlich für ein Typ ist. Und Stefan, überleg mal, an wen dich das erinnert, also an welchen internationalen mächtigen Politiker. Freunde formulieren salopp, Schulz schaue dem Volk aufs Maul und könne seines nicht halten. Das könnte auch im Bundestagswahlkampf ankommen. Trump oder was? Ah, ja. Dachte ich jetzt mal. Ja, aber Schulz, ja, na gut. Wir werden es beobachten. Ich kann zu Schulz wenig sagen, weil ich gar keine Meinung dazu habe. Hint, hint, SPD. vielleicht purzeln sie ja noch in meine Filterbubble. Ich werde auf jeden Fall die Tagsthemen dann zu Dienstag nachgucken. Sehr gut. Kommen wir zu Trump. Ja. Ja, dann können wir Trump jetzt beerdigen, meine Damen und Herren. Die Präsidentschaft ist vorbei, ja, nach einer Woche. Warum? Na, es war die absolute Horrorwoche. Also, ich sag mal so. Trump hatte den großen Vorteil, sich als Narzisst und rachsüchtig vorzustellen und dann zu sagen, aber als Präsident werde ich die große Dealmaker-Maschine. Und er verändert ja seinen Modus nicht. Ja, also wenn er einmal den Modus gefunden hat, und das war ja bei dem ersten Auftritt auf der Debattenbühne damals schon so, dann hält er den ja durch. Wenn das, was wir die letzte Woche gesehen haben, sein Arbeitsmodus als Präsident ist, also gar keine Deals zu machen, sondern einfach nur da zu sitzen und Executive Orders zu unterschreiben und das in einem Rekordtempo, dann kriegt er genau nichts gebacken. Und dann braucht wirklich auch keine Angst vor Trump zu haben, weil der zerlegt sich dann so selbst, der hat dann genau 2 Jahre Zeit, dann ist Midterm Election, dann kriegt er gar keine Budgets mehr für seine Dinger durch und dann ist vorbei. Ja? Also dann, es ist ja wirklich unglaublich. Wir gehen das ja chronologisch durch, wir fangen ja an mit deinen Dingern noch, die wir Dienstag machen wollten und muss ich mal den Vorschlaghammer rausholen. Gut, dann fangen wir mal mit der ersten White House BBK, wie ich das ab sofort mal nenne, an. Sean Spicer ist ja der neue Regierungssprecher und in der allerersten PK seines Lebens als Regierungssprecher am Samstag hat er dann erstmal die Presse begrüßt, war total nett und hat erstmal gesagt so, hey, alles gut, ich bin der Neue und ich wollte euch nur erstmal begrüßen, guten Tag, wie geht's? Good evening. Thank you guys for coming. I know our first official press briefing is going to be on Monday, but I wanted to give you a few updates on the president's activities. But before I get to the news of the day, Und damit meint er, mit Activities meint er, was in Trumps Kopf vorgeht an Emotionen. I think I'd like to discuss a little bit of the coverage of the past 24 hours. Yesterday, at a time when our nation and the world was watching the peaceful transition of power, and as the president said, the transition in the balance of power from Washington to the citizens of the United States, some members of the media were engaged in deliberately false reporting. For all the talk about the proper use of Twitter, 2 instances yesterday stand out. One was a particularly egregious example in which a reporter falsely tweeted out that the bust of Martin Luther King Jr. had been removed from the Oval Office. After it was What? It's all fake news. It's phony stuff. Pointed out that this was just plain wrong.
The reporter casually reported and tweeted out and tried to claim that a Secret Service agent must have just been standing in front of it. This was irresponsible and reckless. Secondly, photographs of the inaugural proceedings were intentionally framed in a way, in one particular tweet, to minimize the enormous support that had gathered on the National Mall. This was the first time in our nation's history that floor coverings have been used to protect the grass in the mall. That had the effect of highlighting any areas where people were not standing, while in years past, the grass eliminated this visual. This was also the first time that fencing and magnetometers went as far back on the wall, preventing hundreds of thousands of people from being able to access the mall as quickly as they had in inaugurations past. Inaccurate numbers involving crowd size were also tweeted. No one had numbers because the National Park Service, which controls the National Mall, does not put any out. By the way, this applies to any attempts to try to count the number of protesters today in the same fashion. We do know a few things, so let's go through the facts. We know that from the platform where the president was sworn in to 4th Street holds about 250,000 people. From 4th Street to the media tent is about another 220,000. And from the media tent to the Washington Monument, another 250,000 people. All of this space was full when the president took the oath of office. We know that 420,000 people used the D.C. Metro public transit yesterday, which actually compares to 317,000 that used it for President Obama's last inaugural. This was the largest audience to ever witness an inauguration, period, both in person and around the globe. Even the New York Times printed a photograph showing that a misrepresentation of the crowd in the original tweet in their paper, which showed the full extent of the support, depth, and crowd and intensity that existed. These attempts to lessen the enthusiasm of the inauguration are shameful and wrong. The president was also at the Central Intelligence Agency today and greeted by a raucous overflow crowd of some 400 plus CIA employees. There were over 1,000 requests to attend, prompting the president to note that he'll have to come back to greet the rest. The employees were ecstatic that he's the new commander in chief, and he delivered them a powerful and important message. He told them he has their back, and they were grateful for that. They gave him a 5-minute standing ovation at the end in a display of their patriotism and their enthusiasm for his presidency. I'd also note that it's a shame that the CIA didn't have a CIA director to be with him today when he visited, because the Senate Democrats are stalling the nomination of Mike Pompeo and playing politics with national security. That's what you guys should be writing and covering. That this, instead of sowing division about tweets and false narratives, the president is committed to unifying our country, and that was the focus of his inaugural address. This kind of dishonesty in the media, the challenging that bringing about our nation together is making it more difficult. There's been a lot of talk in the media about the responsibility to hold Donald Trump accountable. And I'm here to tell you that it goes two ways. We're going to hold the press accountable as well. The American people deserve better, and as long as he serves as the messenger for this incredible movement, he will take his message directly to the American people, where his focus will always be. And with that, a few other updates from the day. Wieso hört das hier auf? Hast du den Rest nicht, ne? Das war jetzt 30 Sekunden, aber nur, dann macht er das und dann tschüss. Also. Dann läuft er, also es endet dann damit, okay, und das war's, tschüss. Ja, also ohne großen Termin anberaumt, Samstag gibt es das eigentlich nicht, ja. Dann kommt er, hält nur einen Frontalvortrag, lässt keine Fragen zu und die Themen, die ihm wichtig sind, die er, und das ist dann gleich erkennbar, ja, als Befehl direkt vom Oval Office mitbekommt, sind Crowd Size. Also bei der Washington Post haben sie darüber geschrieben, dass fast ein Dutzend Mitarbeiter aus dem Weißen Haus semi-öffentlich, also unter drei, darüber berichtet haben, also mit Journalisten darüber gesprochen haben, wie betrübt Donald Trump darüber war, dass in den Medien es so dasteht, als wären am Tag nach seiner Amtseinführung mehr Leute demonstrieren gegangen, als am Tag seiner Amtseinführung zu ihm jubelnd gekommen sind. John C. Dvorak hat schon den richtigen Hinweis gemacht. Obama war der erste schwarze Präsident.
Da geht es nicht darum, ihn zu unterstützen, wenn man zum Kapitol fährt, sondern da geht es darum, da dabei zu sein, wenn sowas stattfindet. Ja? Ein weißer Mann wird eingeschworen als Präsident, das haben sie schon 43 Mal erlebt. Ja. Ja, dass man da keinen historischen Rekord aufstellt, ist irgendwie auch klar. Dass sie diese komischen weißen Planen auslegen, ja, wird Trump richtig geärgert haben. Wieso können die nicht dunkel oder grün sein? Jetzt fällt das alles auf. Ja? Wie weiß das da ist? Dann kommt dazu noch dieser Witz, ja, das waren alles Ku Klux Klan Leute, wenn man da so gigapixelmäßig reinzoomt. Ja. Also, dass Sean Spicer hier losgeschickt wurde am Samstag, ja, bevor sich überhaupt eine Routine mit der Presse eingespielt hat, und es war schon kritisch, ja, was für eine Routine wird das denn? So ein Ding dahin zu legen, ja. Also, Spicer tut mir ein bisschen leid, und bei Trump muss man einfach sagen, was soll das, ja? Du bist doch jetzt Präsident. Also, Spicer ist mit einer Glocke in der Hand vor die Presse getreten und ja. Hat dann immer nur gesagt: Shame! Shame! Ja. Shame. Und ein Tag später, nee, zwei Tage später, Montag bei seiner ersten, hat er ja dann dieses... Ja, dazu kommen wir jetzt. Okay, er hat dann zwei Tage später bei der regulären ersten PK wieder mal die Presse begrüßt, und zwar so. By the way, just as I get started, I know that Josh Earnest was voted the most popular press secretary by the press corps. So after reading, checking my Twitter feed... I shot Josh an email last night letting him know that he can rest easy, that his title is secure for at least the next few days. Ja, Spicer, der erste Spicer, den wir gesehen haben, war der Handlanger von Trump. Er wusste genau, das ist der erste Auftritt. Trump guckt sich das gerade live an und den sehe ich als erstes, wenn ich wieder zurückkomme. Da musste er richtig groß auftrumpfen. Jetzt durfte er hier so ein bisschen als Person auftreten und ich meine, Josh Earnest war ein absolut miserabler Sprecher, ja. Also das ist ja noch, also selbst im Vergleich zu hier Seibert und so, ja, der hat keine Sätze rausgekriegt, der brauchte ewig, der hat überhaupt nichts zu niemandem irgendwann mal konkret gesagt, hat immer nur die Leute verdröstet, ja, und gilt jetzt als der populärste und Sean Spicer. Ja, und Sean Spicer will schon gar nicht mehr da mit ihm jetzt konkurrieren, ja. Also das ist schon, er hat ein bisschen Humor mitgebracht am Montag. Ich fand eigentlich die Theorie ganz interessant, dass Trump am Samstag gemerkt hat, nachdem der Women's March losgegangen ist und der auf einmal größer geworden ist, als jeder erwartet hatte, dass er dann diese Fehde mit den Medien quasi aufs Spielfeld gebracht hat. Ja, ja. Wo waren mehr Leute, ja? Und dass es quasi auch nur eine totale Ablenkungsmaßnahme war. Ja. Und die hat funktioniert. Die hat funktioniert, aber es ist so ein bisschen, das ist wie, also diese Losung, mehr Aufmerksamkeit bringt mehr für denjenigen, um den es da geht. Stimmt, aber es gibt dann gewisse rote Linien, die überschritten werden können. Beispielsweise, wenn Björn Höcke vom Denkmal der Schande spricht, weil dann springen wirklich sehr viele ab, die sagen, okay, das ging mir jetzt doch zu weit. Ja? Also Antisemitismus ist dann doch ein bisschen, damit hält man nicht 14%. Sondern da betoniert man nur die 5% unten. Und Sean Spicer, Trump ist jetzt Präsident, ja. Es gibt für Trump erstmal nichts weiter zu gewinnen. Ja, das nächste Datum für Trump ist 2020, wenn er sein Amt verteidigen muss. Aber 2017, 18, 19 gibt es für ihn nichts zu gewinnen. Er muss jetzt hier nicht sozusagen tagesaktuell, ja, auf der Höhe bleiben. Er kann die Sachen jetzt auch mal ein bisschen aussitzen, wohl wissen, dass der Women's March natürlich einen Tag stattfindet, ja. Und dann kann er die Leute zuballern mit noch sowas, aber an dem gleichen Tag da rauszugehen, das hat ihm, also ich sehe es ja an meiner Reaktion, ja, ich habe so viel verstanden von Trump, bis zum, also selbst seine Antrittsrede, ja, habe ich noch, wusste ich genau, okay, das macht aus dem und dem Grund, und dann haben wir hier Alex Jones gehört und wir wissen, wen Alex Jones da repräsentiert und so weiter, aber diesen Sean Spicer-Auftritt, ja, den habe ich nicht verstanden. Also entweder du bist Präsident und dann bist du aber auch ein cooler Präsident. Ja, oder du spielst, also du verspielst eben genau das, was vom Präsidentenamt noch übrig ist, nämlich diese Aufmerksamkeitswerte. Das hat mich aber auch nicht überrascht. Ich meine, wir wissen, dass er ein Narzisst ist und ja, aber ich hätte gedacht, Bannon, Kushner und Conway können ihn bremsen, aber sie können ihn offenbar nicht bremsen. Also das fand ich schon überraschend, dass sie da, dass einfach Trump sagt, Spicer, du gehst jetzt davor und machst 10 Minuten Dings. Und Spicer wusste selbst nicht genau, also hat er einfach den größten Vorschlaghammer, den er hat, da mitgebracht, ja. Und da irgendwie, also ich meine, Trump hat ihm wahrscheinlich gar keinen richtigen Befehl mitgegeben, sondern hat ihm einfach nur gezeigt, 10 Minuten lang, wie wütend er ist. Und dann sollte Spicer da irgendwas draus machen, weil er kennt sich ja aus mit den Medien oder so. Es ging aber völlig nach hinten aus, ja. Also diese 10 Minuten waren wirklich gruselig.
Auf jeden Fall am Montag hat dann der Regierungssprecher Spicer ein paar Innovationen verkündet. Was gibt's Neues? Was wird es bald Neues geben in der White House BBK? As you know, we're all about big viewerships and large audiences here. So I want to tell you about an effort that we're undertaking here in the press briefing room to offer up more access to a group of journalists from around the country. Beginning later this week, I'm excited to announce that we're going to have four what we call Skype seats live here in the briefing room. This will open up the briefing to journalists who live beyond 50 miles of the Washington, D.C. area and to organizations that don't currently have a hard pass. As always, any organization is welcome to apply for a day pass. But we're excited to open up into the field and fold here a diverse group of journalists from around the country who may not have the convenience or funding to travel to Washington. I think this can benefit us all by giving a platform to voices that are not necessarily based here in the Beltway. Ja, will er jetzt Axel Jones und Alex Jones und die Kollegen da mit dazu holen, ja? Weil die kann er physisch da nicht reinsetzen, das ist irgendwie klar, ja? Also dann, wenn Alex Jones... Stell dir das mal vor, ja. Alex Jones wird damit aufgenommen, sitzt irgendwie so in Reihe 3, Platz 5 oder so. Und stellt dann eine Frage, dann, ja. Also, wenn ich daneben sitzen würde, dann würde ich auch mit der Glocke rumgehen, ja. Shame. Shame. Ich meine, es sitzt jetzt schon Milo, seinen Nachnamen kann ich mal nicht aussprechen, der sitzt da schon für Breitbart. Ja. Dieser verrückte Typ. Ja, der sitzt schon im Weißen Haus. Ja. Donald Trump war am Samstag, glaube ich, kurz nach der Spicer-PK bei der CIA. Mhm. Ne? Du erinnerst dich? Und bevor wir hören, was Donald Trump dazu gesagt hat, hören wir mal ganz kurz erstmal, wie sein Vizepräsident, Herr Pence, ihn dann vorgestellt hat. Oder was wir zu erwarten hatten. I've gotten to know our new president. We've traveled a lot together. When the cameras are off and the Klieg lights are off, and I'll tell you two things I know for sure. Number one, I've never met anyone more dedicated to the safety and security of the people of the United States of America, or anyone who is a greater strategic thinker about how we accomplish that for this nation. Ja. Es gibt keinen besseren strategischen Denker. Ja, das ist das, was Richard David Precht angeprangert hat an der deutschen Politik, aber Mike Pence hat uns das gesagt. Leute, macht euch keine Sorgen. Wir haben jetzt wieder einen Strategen an der Macht. Ja, ich verstehe nicht, warum die hier in so einen Politbüro-Modus fallen, ne? Und so den Führer verherrlichen. Das haben die doch alles gar nicht nötig. Er ist doch jetzt Präsident. Tja. Gut, er muss die CIA-Leute auch noch ein bisschen überzeugen, ja? Aber. Ja, ach komm, Trump war ja richtig hart drauf. Er hat ja die Wochen und Monate zuvor sind quasi eine Fehde mit der CIA gehabt. Ja. Ich meine, wir erinnern uns an den Nazi-Vergleich, den er da gebracht hat. Ja, leben wir jetzt hier in Nazi-Deutschland, ja? Dass irgendwelche Geheimdienste irgendwelche Sachen durchstechen? Ja, Greenwald hat das ja zuletzt auch gut beschrieben. Das FBI ist Trump-Land und die CIA ist eigentlich Clinton-Land. Und jetzt muss man irgendwie den Shift hinkriegen. Und seinen ersten Auftritt überhaupt als Präsident hat er dann bei der CIA hingelegt und natürlich hat er dann sofort losgelegt mit seiner knallharten Kritik an der CIA. But I want to say that there is nobody that feels stronger about the intelligence community and the CIA than Donald Trump. There is nobody. Ach so. Naja gut, aber Stefan, okay, das war ein bisschen nett, aber jetzt, ja, okay, jetzt holt er den Vorschlaghammer raus. Very, very few people could do the job you people do. And I want to just let you know, I am so behind you. And I know maybe sometimes you haven't gotten the backing that you've wanted. And you're going to get so much backing. Maybe you're going to say, please don't give us so much backing. Mr. President, please, we don't need that much backing. Ja, ist schon erstaunlich, dass er da überhaupt nicht vorbereitet wird. Zum einen, in welchem Raum er ist und dann, wer vor ihm sitzt, ja. Das sind eben nicht die Arbeiter, denen er einfach so diese Botschaft sagen kann. Ja, niemand hat bisher so sehr an euch gedacht wie ich. Lasst mich erstmal Präsident werden. Aber, Herr Trump, du bist doch jetzt schon Präsident. Naja, was er dann genau gemacht hat, kommen wir nachher zu. Für die CIA. Jetzt verspricht er der CIA, dass sie ganz, ganz tolle Dinge unter
Ihrem Präsidenten machen werden? We're going to do great things. We're going to do great things. We've been fighting these wars for longer than any wars we've ever fought. We have not used the real abilities that we have. We've been restrained. We have to get rid of ISIS. We have to get rid of ISIS. Yeah. We have no choice. Radical Islamic terrorism, and I said it yesterday, has to be eradicated. Just. Und damit meint er natürlich. Bomb them. Bomb them. Keep bombing them. Bomb them again and again. Off the face of the earth. This is evil. This is evil. And, you know, I can understand the other side. We can all understand the other side. There can be wars between countries. There can be wars. You can understand what happened. This is something nobody can even understand. This is a level of evil that we haven't seen. And you're going to go to it, and you're going to do a phenomenal job. But we're going to end it. It's time. It's time right now to end it. Ich stelle mir gerade vor, wenn man das aus der anderen Richtung, und das kann man sich ja sehr gut vorstellen, man stellt sich vor, so nach 3-4 Staffeln Homeland, ja, also man ist so richtig drin in den Köpfen der CIA-Leute, man weiß, was es für sie bedeutet, das täglich zu machen, und dann Staffel 5, Folge 3 oder so, ja, kommt der Präsident vorbei und sagt so, die sind böse, das müssen wir jetzt beenden, ja, also, dass er da gar nicht versteht, dass die Leute, mit denen er da spricht, das tagtäglich zu ihrem Beruf gemacht haben und dass er da mit Islamic, Radical Islamic Terrorism, ja, das hat er ja nur so betont, weil das sich der Präsident zuvor nicht getraut hat, ja? Aber dafür ist völlig das falsche Publikum. Also das kann er wirklich nur vor den Leuten machen, die das so aus dem Fernsehen sehen und dann denken, ah ja, stimmt, okay, ja, jetzt mal mit harter Hand, ja. Aber dass da mit harter Hand nichts geht, das sieht man an Homeland, ja. Das kann man sich in jeder Staffel neu da vergewissern. Ja, ich meine, sobald eine Kamera irgendwo läuft, spricht Trump immer zum Publikum hinter der, die Öffentlichkeit spricht immer zu denen und nicht zu den Leuten, vor denen er steht. Dann hat uns der große Führer verkündet, oder seinen CIA-Mitarbeitern verkündet, dass er einen Transfer-Coup gelandet hat. Ja? Also stell dir vor, Donald Trump ist Uli Hoeneß und verkündet jetzt der Presse, hey, wir haben einen neuen Trainer. You will be getting a total star. You're going to be getting a total gem. This is a gem. Herr Pompeo. Der neue CIA-Chef. Ja, okay. Ja. So, dann, aber dann hat er endlich, ja, nachdem er so nett war, hat er jetzt endlich mal Kritik an der CIA geübt. Also jetzt endlich mal. You do the job like everybody in this room is capable of doing. There can be, and the generals are wonderful and the fighting is wonderful, but if you give them the right direction, boy, does the fighting become easier and boy, do we lose so fewer lives and win so quickly. And that's what we have to do. We have to start winning again. Da muss ich da Notizen mitnehmen. Der muss vorher wissen, was er da sagt, anstatt sich das aus dem Ärmel schütteln. Tja, und dann, wenn er was aus dem Ärmel schütteln muss, ja, und wenn es zum Beispiel um die Invasion des Irak geht, dann sagt er auch noch solche Dinge, die er sonst eigentlich. Der eigentlich nie wieder wiederholen sollte als Präsident. But I will tell you, when we were in, we got out wrong. And I always said, in addition to that, keep the oil. Now, I said it for economic reasons. But if you think about it, Mike, if we kept the oil, you probably wouldn't have ISIS, because that's where they made their money in the first place. So we should have kept the oil. But, okay. Maybe you'll have another chance. Das war krass. Oh Mann, das war das Neue, nicht we should have kept the oil. Wir probieren es nochmal. Das ist hart genug, aber vielleicht kriegen wir nochmal eine neue Chance. Ja. Meine Güte. Dann erklärt uns Donald Trump ganz kurz, dass Gott, der Gott, bei der Amtseinführung interveniert hat. And they said Donald Trump did not draw well. I said it was almost raining. The rain should have scared him away, but God looked down and he said, we're not going to let it rain on your speech. In fact, when I first started, I said, oh, no,
First line, I got hit by a couple of drops. And I said, oh, this is too bad, but we'll go right through it. But the truth is that it stopped immediately. It was amazing. Er will nicht ernst genommen werden, ja? Toll, ne? Ich verstehe das nicht. Und dann habe ich mal zusammengefasst, das sind jetzt ganz kurze Clips jeweils, aber alle zusammen. Er hat natürlich wieder ein paar Sprüche über die Medien gemacht. Und weil er ja jetzt im Krieg ist. Krieg gegen die Medien, War on the Media oder War with the Media. So. Und ich habe das mal zusammengefasst. I always call them the dishonest media, but they treated me nicely. And the reason you're my first stop is that, as you know, I have a running war with the media. They are among the most dishonest human beings on earth. And they sort of made it sound like I had a feud with the intelligence community. And I just want to let you know, the reason you're number one stop, it is exactly the opposite. Exactly. And they understand that too. So we caught them. And we caught them in a beauty. And I think they're going to pay a big price. So I only like to say that because I love honesty. I like honest reporting. Ja, honest reporting. Also wenn du als Präsident dahin gehst, deine eigenen Jubelperser mitbringst, dann sagst, ich bin im Krieg mit den Medien. Und da applaudiert jemand. Da, keiner der CIA-Leute hat da applaudiert in dem Moment. Ja? Also, Trump völlig durchgeknallt. Gut, also wir springen zurück zur Spicer-PK am Montag, weil da gab es dann die Frage von einer Reporterin oder einem Reporter, ich weiß es gerade gar nicht genau, wie war denn dieses Maybe Another Time zu verstehen? Ja, also das Irakkrieg, wir hätten das Öl behalten sollen und dann sagt er am Ende, ja, vielleicht ein anderes Mal, wir hören mal rein, was Sean Spicer dazu sagen kann. And then the second thing is, when he was at the CIA on Saturday, he was talking about the U.S. not taking oil during the Iraq war, and he said that there could be another chance for that. What did he mean when he said that? Well, I think what the president's been very clear about in foreign policy is too often the United States is going in with a lot of money, a lot of manpower, and in many cases losing both loss of life, and we want to make sure that our interests are protected. And so if we're going in to a country for a cause, I think he wants to make sure that America's getting something out of it for the commitment and the sacrifice that we're making. Also muss schon Profit rausspringen, ne? Ja, aber wissen die im Weißen Haus, dass man mit Öl gerade kein Geld verdient und dass sie da genug auch in Amerika selber schon inzwischen haben und so? Nö. Ach hier, warte mal. I think sometimes we can disagree with the facts. Okay. So, und jetzt, vielleicht kommt das jetzt genau daher. Ja. Ein Reporter hat dann mal Herrn Spicer gefragt, Herr Spicer, werden Sie uns eigentlich niemals anlügen, wenn Sie immer die Wahrheit sagen? Und Herr Seibert würde sagen, aus deutscher Sicht, wir sagen immer die Wahrheit. Mal sehen, was Herr Spicer sagt. Great to see you. Thank you. Before I get to a policy question, just a question about the nature of your job. Yeah. Is it your intention to always tell the truth from that podium, and will you pledge never to knowingly say something that is not factual? It is. It's an honor to do this, and yes, I believe that we have to be honest with the American people. I think sometimes we can disagree with the facts. There are certain things that we may not fully understand when we come out, but our intention is never to lie to you, Jonathan. Our job is to make sure that sometimes, and you're in the same boat. I mean, there are times when you guys tweet something out or write a story and you publish a correction. That doesn't mean that you were intentionally trying to deceive readers and the American people, does it? And I think we should be afforded the same opportunity. There are times when we believe. Ja, also genauso wie ihr, ja, ihr könnt eine Meldung rausbringen und dann halt später nur in eurer kleinen Spalte irgendwo auf Seite 3 sagen, ja, sorry. Ja, aber trotzdem, es war schon sehr ehrlich. Zum einen zu sagen, es ist zumindest unsere Intention, euch nicht zu belügen. Und zum anderen, auch wir machen Fehler. Und wir berichtigen die, so wie ihr das macht, nämlich das, im Grunde nicht. Auf der einen Seite könnte man das sogar noch als ehrlicher bewerten als Seibert, weil Spicer sagt, wir wollen euch nicht belügen. Ja. Und Seibert sagt, wir belügen euch nicht. Würde ich auch sagen. Aber wir hören mal weiter zu. Believe something to be true, or we get something from an agency, or we act in haste because the information available wasn't complete, but our desire to communicate with the American people and make sure that you have the most complete story at the time, and so we do it.
But again, I think that when you look net-net, we're going to do our best every time we can. I'm going to come out here and tell you the facts as I know them, and if we make a mistake, I'll do our best to correct it. But I think that it's as I mentioned the other day, it is a two-way street. There are many mistakes that the media makes all the time. They misreport something, they don't report something, they get a fact wrong. I don't think that's always to turn around and say, okay, you were intentionally lying. I think we all go try to do our best job and do it with a degree of integrity that in our respective industries. Do you have any corrections that you would like to make or clarifications of what you said on Saturday? Sure, well, ask away, Jonathan. Well, for instance, I don't want to get in relitigate the whole issue, but like just take one, like the issue of Metro ridership. You made a statement about it. We did, and at the time, the information that was provided by the inaugural committee came from an outside agency that we reported on. And I think knowing what we know now, we can tell that WMATA's numbers are different. But we were trying to provide numbers that we had been provided. That wasn't like we made them up out of thin air. And do you stand by your statement that was the most watched inaugural address? Sure. It was the most watched inaugural. When you look at just the one network alone got 16.9 million people online. Crazy. Another couple of the networks, there were tens of million people that watched that online. Never mind the audience that was here, 31 million people watched it on television. Combine that with the tens of millions of people that watched it online on a device, it's unquestionable. I don't see any numbers that dispute that. When you add up attendance, viewership, or total audience in terms of tablets, phones, on television, I'd love to see any information that proves that otherwise. Do you dispute that? Well, I don't want to get into numbers. I do. Okay. I mean, okay. I'm just saying, if you're asking me a question about my integrity, I have a right to say if you add up the network streaming numbers, Facebook, YouTube, all of the various live streamings that we have information on so far, I don't think there's any question. It was the largest watched inauguration ever. More than Ronald Reagan's in 1981. I'm pretty sure that Reagan didn't have pretty YouTube, sure. Facebook, or the internet. I think 41 million people watched his. 41 million watched his, okay? So let's just take the Nielsen ratings, which are 31 million, and add it to CNN, 16.9 million. That's a little higher. Das ist so albern. Ich meine, wenn man kann sich ja jetzt nochmal dafür interessieren, wie war das denn früher? Reagans Antrittsrede, Obamas Antrittsrede, das ist 8 Jahre her. Man findet die nicht in HD auf YouTube. Wenn man Glück hat und den Suchbegriff ordentlich macht, ja, findet man die eine C-SPAN-Aufnahme in 360 Pixel. Trump wurde natürlich tausendfach in HD übertragen, ja. Jeder Sender, NBC, ABC, Fox News, die haben das alles live auf YouTube gesendet. Natürlich haben das noch nie so viele Leute gesehen, ja. Weil ich meine, es gab es halt vorher einfach nicht. Und ich meine, Spicer macht den selbst, sagt selbst, nee, es ist halt jetzt das Internetzeitalter. Tja, bekloppt. Ich habe mir ja die ganze PK angeguckt, am Montag, die dauerte so circa 75 Minuten und eine Stelle habe ich dann auch nochmal mitgebracht, weil Guantanamo, ja, da gehen wir alle von aus, okay, Obama hat es nicht geschafft, es zu schließen. Es gibt immer noch 40 Gefangene. Was plant denn der neue Präsident, Herr Spicer? On Gitmo, I think you're going to see further action. I don't want to get ahead of the president, but this is something that has been discussed and it is in his current decision-making process, how he wants to handle that. No. Warten wir also ab. Ja. Hast du mehr zu Trump? Nur noch aus dem Regierungsbericht. Aber okay. Du darfst übernehmen. Okay. Das mit Trump. Also ich habe mir das alles ganz, ganz anders vorgestellt, ja. Ich dachte, die sitzen vorher mal zusammen, zumindest einmal in dem halben Jahr gegen Clinton im Wahlkampf und überlegen, wenn wir jetzt das tatsächlich gewinnen, was machen wir dann? Mhm. Aber dieses Meeting hat es nie gegeben. Kushner hat sich die ganze Zeit nur darum gekümmert, oh, wie komme ich denn ins Weiße Haus? Ah ja, da muss ich dann 4 Lawyer anstellen und die machen es dann so und so und dann ist das alles geregelt und dann komme ich dahin. Und da bringe ich meine Frau noch mit und das ist dann die Tochter. Ach so, die ist dann auch noch, hast du gewusst, dass Ivanka Trump doppelt registriert ist? Die hätte zweimal wählen können am Wahltag. Genau, schön. Genau wie Stephen Bannon, ja. Der ist in Florida und in New York registriert als Wähler. Da würde ich als Sean Spicer schon wieder mit der Glocke rumlaufen. Shame. Shame. Ja. Ja, also, es war eine absolute Horrorwoche. Ich will sie mal durchgehen, ja.
es beginnt eben mit dieser komischen BPK hier von Spicer, der sich auf so ein Thema bezieht, bei dem man sich echt fragen muss, war das jetzt so notwendig, das zum allerersten Thema der öffentlichen Ansprache, die nicht von Trump aus ausgeht, ja? Also es ist ja immer noch, wenn Trump das macht, hat das so einen gewissen Unterhaltungswert, auch wenn er nicht mehr ganz so durchdringt, wie wir das bei der CIA gesehen haben, ja, weil wir einfach wissen, das ist die falsche Situation. Wenn Spicer sowas macht, ja, dann ist das wirklich so Handlangertum, das kommt dann gar nicht gut rüber. Also wenn wir mal diese informalen Sachen, ja, Stimmungsmache aus dem Weißen Haus. Trumps Regierung lässt jetzt Wahlbetrug untersuchen, ja, weil er immer noch festhält an diesen, es gab millionenfachen Wahlbetrug, aber nur in Staaten, in denen Hillary gewonnen hat, ja, wird das anberaumt. So, während Steve Bannon und seine eigene Tochter doppelt registriert war als republikanische Wähler. Also unglaublich. Trump zwittert. Aber das allein, ist das schon illegal oder ist... Nur wenn er versucht hat, in beiden Staaten auch zu wählen, illegal. Schon die Registrierung ist insoweit illegal, aber es ist Behördenversagen. Es sei denn, du registrierst dich, weil du deinen Wohnort änderst. Also der hat halt vorher in Florida gewohnt mit seiner ehemaligen Frau und dann ist er nach New York umgezogen und hat sich da halt einfach registriert und hat, entweder er hat nicht Bescheid gesagt, dass er in Florida wieder rausgetragen muss. Ja, es gibt ja da keine große Zusammenarbeit, ja, weil das ist ja nicht wie hier, du meldest dich irgendwo an und dann wird von der Müllabfuhr bis zu Dings alles darüber gemacht, sondern man muss sich da irgendwie wohl selber kümmern. Also, ich finde es, ich habe das mir hier als Fun Fact notiert, ja. Ich würde jetzt keinen großen Aufhebens machen, aber so als Hinweis ist es ja ganz gut. So, Trump twittert zu den Lagen und die Washington Post hat dann mal aufgeschrieben, ja, immer wenige Minuten, nachdem bei Fox News irgendwas Thema war, greift Trump das plötzlich auf, ja. Also zu dieser grässlichen Lage in Chicago oder dem Wahlbetrug allgemein. Also er guckt anscheinend doch relativ viel Fernsehen. Wir werden nachher mal im Vergleich dazu hören, was darüber gesagt wird, wie viel er so arbeitet. So, jetzt sind ins Weiße Haus eingezogen Kushner, Conway, Spicer, Bannon. Alle vier betreiben E-Mail-Konten über private Server, die vom Republican Committee da betrieben werden. Ja? Und es ist genau diese Form von, und da bezog sich damals Obamas allererste Executive Order drauf am 21. Januar. Ja, das widerspricht diesem Archivgesetz, was Reagan damals eingeführt hat und was Bush wieder zurückgenommen hat und was dann Obama wieder installiert hat mit alles muss dokumentiert werden und du darfst erst gar nicht so einen eigenen Server betreiben. Ja? Stellt sich dann raus, Trumps Twitter-Account wird über eine E-Mail, also so eine Fallback-E-Mail, ja, wo du dann dein Passwort wiederherstellst und so weiter gemacht, von einer privaten E-Mail-Adresse einer seiner Mitarbeiter. Ja, also das ist alles hochgradig illegal seit dem 20. Januar. Aber ist jetzt irgendwie, ja, pf, machen wir mal. Das wird bestimmt niemals Wahlkampfthema 2020, ne? Kann man sich echt nicht vorstellen. So, und das größte Problem, was hier aber vorherrscht, sind Trump. Und das, ich will jetzt nicht von irgendwem hören, ach, Stefan macht jetzt eine große Kehrtwende oder so. Jetzt erkennt er auch, dass Trump ein Narzisst ist, ja, und ein rachsüchtiger Typ. Nee, das waren seine Trümpfe. Dafür, sich jetzt 4 Jahre Zeit zu nehmen und gute Deals zu machen, ja, die Leute ins Weiße Haus einzuladen, um mit ihnen ein ernstes Gespräch im Oval Office zu führen. Stattdessen schließt sich Trump im Weißen Haus ein, ja, mit 3 Anwälten, die ihm diese Executive Orders, und das sind immer nur 2 Seiten Text, Juristenpapier, also so kompliziert ist es nicht zu schreiben, es gab schon 13.000, ja, eine 13.000 erste zu schreiben ist dann nicht so kompliziert, weil man im Grunde nur den Text kopieren muss und dann halt einfach mal kurz die Substantive ersetzt. Nur, was ist dieses Problem mit diesen Executive Orders? Ja, ich lese mal hier aus der Wikipedia vor. Präsidenten haben Executive Orders seit 1789 erlassen. George Washington hat also damit angefangen, er hat insgesamt 8 unterschrieben in seiner Präsidentschaft. Und dann, weder die Verfassung noch Bundesgesetze enthalten Bestimmungen zu Executive Orders. Sie sind daher ein Element der formlosen Rechtspraxis. Ja? Also Trumps beliebtestes Mittel der Wahl der politischen des Präsidentenseins, ja, ist ein Element der formlosen Rechtspraxis. Üblicherweise, so sind sie angelegt, dienen diese Executive Orders dazu, Interpretationen zu bestehenden Gesetzen zu machen, ja. Also es gibt ein Gesetz, dann will der Präsident, dass es da eine bestimmte Ausrichtung gibt, eine bestimmte Anwendung, also notiert er seinen eigenen Willen, der dann nochmal juristisch gefasst wird mit, so gehen die auch los, die kleinen Texte, ich beziehe mich auf dieses Gesetz und ich will dieses Ziel, deswegen ordne ich an, ja, also es ist eine Verordnung an alle Mitarbeiter des Weißen Hauses und des grundsätzlichen amerikanischen Behördenwesens, das und das Ziel nach dem und dem Gesetz Bezug auf dieses aktuelle Thema umzusetzen. Ja. Also Bill Clinton zog beispielsweise per Executive Order in den Kosovo-Krieg,
nicht nur die UN wurde umgangen, sondern auch noch der Kongress. Die Zustimmung kam dann später. Ja? Also sowas kann man schon mal machen als Präsident, ja? Und zwar als demokratischer Präsident. Mittlerweile wurden 13.000 Executive Orders geschrieben in den 200 Jahren. Zweimal wurden sie vor Gericht gestoppt. Eine davon betraf wieder Bill Clinton und das ist wirklich witzig. Er hat damals per Executive Order angeordnet, Regierungsaufträge werden nur noch an Firmen gegeben, die keine Streikbrecher einstellen. Und daraufhin hat ein Gericht gesagt, nö, das geht hier ein bisschen weiter. Also selbst bei solchen Sachen, bei der Common Sense eigentlich klar ist, sagt dann das Gericht, ach nee, also hier hast du jetzt echt mal den Bogen überspannt und so. Also es ist wirklich super, super, super albern. So, Obama hat in 8 Jahren 269 Executive Orders unterschrieben. Also im Schnitt alle 10 Tage eine. Jetzt ist klar, man kommt ins Amt, man will erstmal ein paar Sachen regeln, also zieht man das ein bisschen vor. In der Hinsicht, ja. Obama, damals. Tag der Vereidigung, keine Executive Order. Am ersten Arbeitstag hat er dieses zu den Präsidentenarchiven geregelt. Also was der Präsident und der Vice President machen, muss jetzt wieder vollständig dokumentiert und dann auch später abrufbar und auch für rechtliche Verfahren zur Verfügung stehen. Ja, auch am ersten Arbeitstag, er hat per Executive Order alle exekutiven Branchen, also alle Behörden Amerikas, auf ein Ethics Commitment eingeschworen. Zweiter Arbeitstag, Obama. Abschaffung von Folter als Verhörmethode, ja, auf Anordnung des Präsidenten. Auch am zweiten Arbeitstag, Findung von Alternativen für die Haft in Guantanamo. So. Also man kann hier ungefähr so sehen, naja, der Präsident kommt ins Amt und setzt erstmal so ein paar Hebel, ja. Also es ist klar, das sind erstmal nur so Zeichen, die man setzt, kleine Symbole, aber Obama hat das eben in diesem Sinne hier genutzt. Er kam mit dem ganzen Rückenwind der Weltgesellschaft und mit dem Nobelpreiskomitee, ja, ins Amt und hat gesagt, Leute, ab jetzt gelten hier mal wieder ein paar ethische Regeln. Er hat damit eine Faith-Based Executive Order von Washington Bush, von George W. Bush zum Beispiel zurückgenommen. Er hat gesagt, wir suchen jetzt eine Alternative für Guantanamo und da wissen wir genau, was daraus geworden ist, gar nichts und wir schaffen die Folter ab. So, Trump, der von sich gesagt hat, ja, ich komme ins Weiße Haus und dann mache ich die tollsten Deals der Geschichte, ja, macht gar keine Deals, sondern setzt sich in der ersten Woche hin, verschließt sich richtig in seinem Oval Office und fängt an, Tag 1, Obamacare wird abgelöst, ja, 4. Arbeitstag, ab jetzt entscheiden bei Infrastrukturprojekten der White House Council on Environmental Quality, ja, klingt schon super krass, aber da geht es um Umweltschutz, na gut, diese kleine Behörde im Weißen Haus, ja, also direkt ein Büro weiter, entscheidet ab sofort, welche Infrastrukturprojekte High Priority haben und weshalb dann mal so der ein oder andere Gesetzesdings, Text oder auch Umweltbehördenbestimmung nicht gelten. Ja. 5. Arbeitstag, Abschiebungen sind jetzt Bundessache von Homeland Security. Am gleichen Tag, Abschiebungen von straffälligen Ausländern werden jetzt durchgesetzt, auch wenn diese Sanctuary Cities, also die Städte haben ja eine gewisse Hoheit in Amerika, sich dagegen wenden. Dann sagt Trump einfach, ja, dann gibt es halt keine Bundesgelder mehr für die Städte. Also die Kommunen werden jetzt erpresst, wenn sie ihre straffälligen Ausländer nicht abschieben. Dann gibt es neben diesen Executive Orders noch Memoranden, die sind auf der gleichen juristischen Stufe, also Meinungsbeiträge des Präsidenten, dem man sich erstmal nicht widersetzen kann, solange er im Amt ist. Der nächste Präsident kann am ersten Arbeitstag alles zurücknehmen. 3. Arbeitstag, Rückzug von TPP. 3. Arbeitstag, Einstellungsstopp für alle außer Militär und Public Safety. 4. Arbeitstag, amerikanische Pipelines werden jetzt wieder gebaut, ja. Keystone XL, also die Vergrößerung von dieser kanadischen Pipeline nach Texas. Am 4. Arbeitstag, immediate construction of a physical wall on the southern border. 4. Arbeitstag, Genehmigung für neue Fabriken in unter 60 Tagen. Wenn die Behörden dazu lange brauchen, ist die Fabrik automatisch genehmigt. Ja? Also alles solche Sachen, bei denen man sagt, nee, da müsste man eigentlich große Politik machen. Ja? Das kann man nicht einfach am Kongress vorbei machen. Da müsste man auch eine politische Stimmung in der Gesellschaft herstellen, um das durchzukriegen. Also alles Sachen, bei denen man gesagt hätte, da muss man einen ordentlichen Deal machen. Das, was er versprochen hat. Ja? Und jetzt macht er gar keine Deals, sondern sitzt da in seinem Oval Office und schreibt einfach diese Schriftstücke, die man sich da mal kurz ausgedacht hat. Und das muss man echt sagen. Ja? Obamacare, diese großen Sachen, das geht durch den Kongress hin und her. Dann geht es um die Frage, wer bezahlt das und so weiter und so fort. Und Trump sitzt einfach da und schreibt so seine politischen Wünsche auf 2 Seiten Text, lässt er so zusammenschreiben und macht dann seine Unterschrift runter und hält das in die Kamera. Ja? Also das ist kein Dealmaking. Und es wird ihm auch super auf die Füße fallen, weil das sind einfach Wünsche des Präsidenten, die man öffentlichkeitswirksam jetzt machen kann, ja. Aber wenn das die Taktik ist, würde niemals ein Connect wieder zu den Medien herstellen und erst recht nicht
Nicht mal zu seinen Republikanern, ja, die er da mehrheitlich noch in seinen Parlamenten hat. Naja, was er dann weiter noch hier alles angedings hat, alles so überhektisch, ja, er konnte überhaupt nicht stillsitzen. Klima ist jetzt tabu für alle öffentlichen Kommunikationen von allen Behörden, die damit zu tun haben. Ja, auch die NASA, nicht nur diese EPA und so, auch die NASA darf jetzt nicht mehr öffentlich kommunizieren zum, ja, die dürfen nicht mehr diese, wir zeigen mal, wie schnell das Eis schmilzt da im Norden und so weiter. Grundsätzliches Ziel, 20% weniger Beamte, 10% weniger Staatsausgaben. So, dann hat er dieses geisteswissenschaftliche Forschungsgesellschaft-Dings aufgelöst. Staatsgelder für Energie hat er auch gestrichen. Also es sind nicht nur die Geisteswissenschaftler betroffen, sondern unter anderem auch das Office of Science Advanced Scientific Computing Research. Das ist diese Supercomputerforschung, ja. Die wollten jetzt 2017 drei Computer installieren, um wieder mal gegen China ein bisschen Hoheit zu haben und so. Zack, bum, bang, keine Gelder mehr. Staatliche Nuklearphysik, ja, gestrichen. Office of Energy Efficiency and Renewable Energy, gestrichen. Office of Fossil Energy, also die kümmern sich so um CO2-Reduktion, wenn man schon nicht von Kohle ablässt, dann wenigstens baut man ein paar Filter ein, auch gestrichen, ja. Also es ist wirklich unglaublich. Die Frage ist dann, wo kriegt Trump eigentlich sein ganzes Personal her? Na, zum Beispiel von dieser Heritage Foundation, ja, kann man sich auch mal kurz das Programm angucken. Viel Militär, wenig Regierung. Und in Bayern ist man jetzt ganz froh, dass man noch einen Karl Theodor von Gutenberg in der Hand hat, weil er als alter CSU-Typ, der jetzt seit 5 Jahren in Amerika lebt, sehr viele gute Kontakte zur Trump-Regierung hat. Ja? Also es schmelzen so langsam die neuen Koalitionen zusammen. Es ist einfach alles unglaublich. Und warum das niemals aufgeht, ja? Also man könnte jetzt sagen, naja, der Trump, der macht halt böse Sachen und der macht die immer weiter. Aber es gibt, und das kann man, wenn man West Wing geguckt hat und so weiter, der Präsident kann in seinem Oval Office sitzen und die fiesesten Sachen aufschreiben per Executive Order. Und am Ende wird genau nichts bei rumkommen. Ja? Also das wird alles im Einzelnen so scheitern wie Obamas Guantanamo-Ding. Und ich will mal hier, dass wir als an einem Gesicht ablesen, ja. Es gibt ja immer diese Vermutung jetzt, ja, Fox News, das ist jetzt sozusagen der Haussender von Trump und die werden das schon machen mit der öffentlichen Stimmung und so weiter. Wir steigen hier mal ein in verschiedene Gespräche, die Reince Priebus als Stabschef im Weißen Haus jetzt gegeben hat. Wir hören nicht nur inhaltlich zu, sondern auch, wie müde und erschöpft er schon redet, ja, und was das auch für eine politische Genieverschwendung ist, dass nicht nur Spicer, das ist sein Job, ja, rauszugehen und zu sagen, hier, das ist hier die größte Crowd aller Zeiten und guckt mal, das haben alle bei Facebook geguckt und so weiter. Priebus muss sich jetzt mit dem gleichen Scheiß rumschlagen und wir hören mal, in welcher Stimmung Priebus bei Fox News ankommt, welche Stimmung dort das Gespräch verursacht und wir überlegen uns, ob Trump da irgendwas zu gewinnen hat, wenn das so weitergeht die nächsten Monate. We're joined now in studio for an exclusive interview by President Trump's new White House Chief of Staff, Reince Priebus. Good morning, Chris. I want to start with Sean Spicer's extraordinary press briefing late yesterday afternoon, where he excoriated reporters for their stories about the relative crowd size at the Trump inauguration. President Trump said in his inaugural address that every decision he makes will be to benefit American families. How does arguing about crowd size do that? The point is not the crowd size. The point is the attacks and the attempt to delegitimize this president in one day. And we're not going to sit around and take it. Sean's been doing press briefings every single day. This was a press. Press update. His first official press briefing for Q&A, and the press can ask him a million questions, is going to be on Monday. You talk about honesty and say that this was about honesty. Well, there's another issue here, though, Reince, and that is the president's honesty, because two things that he said yesterday were just flat wrong, and I want to talk about them. First, crowd size. I'm going to take a look at these pictures. We got monitors that, here. That there's wait, another wait, wait. Picture. Let's take a look at those pictures. On the left, you've got the Obama inaugural crowd. On the right, you've got the Trump inaugural crowd. Which one is bigger? Listen, that you're also not saying that picture was taken before he was even speaking.
I mean, I can take a picture there. Of them. I was right there now. In the mall. I mean, let me say first of all, too, I think this is a ridiculous conversation. Right. But there were huge areas. He said that there were crowds all the way to the Washington Monument. There was. I was sitting there. Yes, there was. I was sitting there looking. Look, I mean, okay. You know what? Put up the picture again. This is, folks, put up the picture again. You can keep putting the picture up, but I can take a picture. Look, wait a second. I can take an aerial picture right now, Chris. And I can say, look at the difference. If you're not comparing apples to apples, it doesn't matter. I'm telling you that there were huge, okay, you can keep telling me what you here. Want to tell me. All right, the point is that instead of talking about the substance of what President Trump said. You're the one who did it. Said. He could have given an no, wait a minute. He could have given a news conference yesterday, talked about the agenda, talked about the signing, executive actions he's going to sign, his legislative agenda. He talks about crowd size. Let me ask you about one other. Wait a minute. Let's back up. We didn't tweet out that MLK Jr.'s bus was removed from the Oval Office. The reporter made a mistake. He apologized, and Spicer sent him a tweet back saying apology accepted. Right. So these are the mistakes that are made. A reporter shoots first, aims later. Are you saying there's a conspiracy here? I'm saying there's an obsession by the media to delegitimize this president. And we are not going to sit around and let it happen. We are going to fight back tooth and nail every day and twice on Sunday. Okay. I love honesty. I like honest reporting. Ja. Das, was wir jetzt gehört haben, ja, das ist diese fiese Phalanx von konservativen Supermedien, den reichweitenstärksten Medien in Amerika, die eben konservativ sind, und dem bösen Weißen Haus, ja, vor dem wir so viel Angst haben, weil die ja so geschlossen gegen die aufgeklärte Gesellschaft stehen. In der Wirklichkeit, ja, sitzt der Stabschef des Weißen Hauses, dessen Aufgabe es nicht ist, öffentlich über so einen Scheiß wie die Crowdsize da zu diskutieren, ja, einem Fox News-Typen gegenüber, und der Fox News-Typ fragt ihn, glauben Sie wirklich, dass hier eine Verschwörung gegen ihn läuft? Also man kann sich nicht vorstellen, wie auseinander zerschlagen das mittlerweile schon alles ist, nach nur wenigen Tagen. Ja? Anderes Beispiel, Sean Hannity, und das ist jetzt wirklich der größte, beste Buddy von Trump, interviewt Reince Priebus. Ja? Er fährt extra ans Weiße Haus, weil er wollte nochmal im Oval Office vorbeischneiden und so. Priebus. Hallo. Priebus sitzt also am Ende eines wahrscheinlich langen Arbeitstages vor Sean Hannity. Und erklärt jetzt mal, und hier sind mir wirklich fast die Tränen gekommen, ja, weil das so armselig ist, er erklärt jetzt mal, wie die Executive Order Vetocracy, so muss man sagen, ja, funktioniert. Und mit Vetocracy ist dieses Argument von Francis Fukuyama gemeint, der unter Obama eben damals die Texte dazu geschrieben hat. Obama ist der erste Präsident, der so richtig erlebt hat, was es heißt, keiner kann mehr irgendwas machen. Weil Check and Balances nicht mehr heißt, wir checken und balancen uns die ganze Zeit aus, sondern wir legen nur noch Vetos ein die ganze Zeit. So. Und jetzt haben wir einen neuen Präsidenten. Die einzige Aufgabe, die er sich genommen hat, ist zu sagen, ich hatte ja einen Vorgänger, Obama, und ich lege jetzt gegen alles Vetos ein, was Obama gemacht hat. Und wir hören uns hier mal an, wie Priebus das erklärt, wie man zum Beispiel Obamacare auseinandernimmt. Ja? Also mit welcher bescheuerten Raffinesse man hier an die Zerschlagung von allem rangeht und dass man in dem gleichen Maße nichts aufbauen kann, ja, das versteht man dann, während man hier so zuhört. How do you get rid of Obamacare? Because it's a little more complicated because of how it was passed. And what will the replacement be? Well, certain parts of it can be repealed by executive order. We also have, I can't put a percentage on, but a lot of Obamacare can be undone through executive order. That's number one. A lot of it can be done through an action called reconciliation. Reconciliation is a tool you can use as long as what you're doing isn't revenue neutral, isn't policy driven. You can pass certain things with 50 votes in the Senate. Usually you need 60. But with a special tool, you can use 50 votes in the Senate. If it's spending related. That's right. So you can replace a lot of Obamacare with the 50 vote rule. You can also use your Secretary of Health and Human Services strategically to do things in regard to Obamacare. Because there's discretion that is written within the bill. That's right. Yeah. And so a lot of people don't know that. That's a big deal. Right. Between executive order, 51 votes reconciliation, Health and Human Services, you can get a lot repealed and replaced.
Ja, du brauchst eine Ministerentscheidung hier an der Stelle und dann da eine kleine budgetunabhängige Parlamentsentscheidung da, weil dann reicht dir eine 50-Stimmen-Mehrheit und zwischendrin noch so eine kleine Executive Order hier und da. Und dann hast du es auseinandergebaut, ja? Also damit beschäftigen die sich die ganze Zeit jetzt. Wirklich bescheuert. Man hat jetzt hier schon gesehen, Priebus, der schläft fast einfallen, wenn er darüber redet, ja, weil er einfach zu viel um die Ohren hat von seinem Präsidenten, der nur Scheiße von ihm will. Er erklärt jetzt hier mal, wie die neue Handels- und Außenpolitik so funktioniert und wir versuchen zuzuhören, auch wenn er hier dann wirklich fast die Augen schließt und auf dem Tisch liegt. Well, first of all, on trade, obviously we're going to be, we're talking very soon with Senator Hatch and Representative Brady and the Ways and Means getting notice into those committee members so that we can start the process of working on trade deals. So not to bore the listeners with fast track on trade, there's certain little triggers and trip wires that you have to hit in order to do that. And we're going to do all that, and we got to wait the 90-day period. They will all be renegotiated. That's right, and we got to wait the 90-day period and do it, but you got to notify all the particular parties people involved. To do it. But certainly... With one question on that. Yeah. With TPP, would that mean bilateral... Yeah. Negotiations with Asian countries. That's right. So you would set okay. up, you'd have to notify Congress on each of your bilateral deals that you're going to start negotiating with. And once you hit that button, you have a 90-day waiting period, and then there's serious negotiations would begin. Could occur after that. Little things here and there, conversations about cars, and that, it's fine. But serious negotiation can't happen until after the 90-day period. We're going to have a time of national security coming up on Friday. I expect a series of executive orders to start tackling issues in regard to foreign policy, issues in regard to ISIS, and our positioning now through the world, especially through the Middle East. Ja, und während er so müde davon erzählt, dass er genau mit jedem asiatischen Land ein bilaterales Gespräch darüber führt, welche Handelsverträge ab sofort gelten. Ein Gespräch. Zwei Tage später stellt er dann fest, ups, mein Außenministerium hat sich gerade in Luft aufgelöst, ja. Also jeden Tag kommt ein bisschen mehr. Ich meine, er hat jetzt einen tollen Außenminister, der genau null Erfahrung hat und er hat genau niemanden mehr im Außenministerium, der auch in irgendeiner Erfahrung hat. Naja. Also dass die Senior-Stellen wechseln, das ist nichts Neues. Das ist auch nach Clinton passiert, George Bush, da sind auch die meisten rausgegangen. Also das ist jetzt nicht so was Besonderes. Doch, es ist was Besonderes, weil Trump ist der Erste, der gesagt hat, ich schmeiße zeitgleich alle Botschafter auf der ganzen Welt raus. Sie mussten ja, alle am 20. Januar gehen. Das ist ungewöhnlich. Und dass die Top-Leute, und das ist hier so Schäfer-Style, ja, dass die gehen, ist auch ungewöhnlich. Also die vier, die gestern das Außenministerium verlassen haben, das ist ungewöhnlich. Das gab es vorher unter dem Präsidentenwechsel so nicht. Ich habe es alles nochmal nachgelesen. Das ist tatsächlich, wie die Washington Post dann auch schrieb und so wie du es auch zitiert hast, das institutionelle Erfahrungswissen, das man gerade am Anfang braucht. Wenn man danach mit den Leuten unzufrieden ist, kann man sie immer noch austauschen nach und nach. Aber dass am Anfang alle auf einmal gehen, während man selber sagt, wir drehen nicht nur unsere Vorzeichen in der bisherigen Außenpolitik um, sondern wir verhandeln überhaupt nicht mehr mit irgendwelchen größeren Zusammenhängen wie der Europäischen Union oder so, sondern wir machen das nur noch bilateral. Das ist völlig absurd, ja. Also das hat sich so zerlegt, es ist genau keine Außenpolitik in den nächsten zwei Jahren von Trumps Typen da zu erwarten. Also es ist große Chance für Europa, da jetzt mal ein paar Zeichen zu setzen. Also man kann jetzt richtig loslegen mit so einer Idee von wir. Und das beginnt ja dabei, dass man sagt, wenn ein Anruf aus Amerika kommt, egal in welchem Land er ankommt, heißt die Antwort immer, behandeln Sie bitte mit Brüssel. Nächster. Ich hab den Link geschickt bei Skype, klick mal rauf. Das ist ein Organisationschart des State Departments, des Außenministeriums. Und alles, was blau durchgestrichen ist, das sind Stellen, die noch besetzt werden müssen. Ja. Und die roten, die sind gestern gefeuert worden. Es ist absurd. Ja, die sind, ja, die haben sich CNN hat berichtet, ja, dass sie nicht gegangen sind, sondern gefeuert wurden. Ja, man hat sie vor die Wahl gestellt, ob sie jetzt so oder so. Und dann haben sie gesagt, nee, wir gehen, weil es gibt genug. Nein, sie sind gefeuert worden. Aber egal. Es gab vorher Gespräche. Man hat sie nicht einfach rausgefeuert, bevor man mit ihnen sprach, aber dann haben die sich entschieden zu gehen, bevor dann die gerichtete Kündigung eintrudelte. Aber das ist gruselig, ja. Alles durchgestrichen. Die haben genau, also ich frage mich, wie er da dealfähig sein will.
Es ist völlig absurd. Nächster Punkt hier, Priebus kriegt jetzt mal die Frage, die ich mir dann auch gestellt habe, als ich dieses Interview so sah. Magst du eigentlich dein Interview? Wie findest du denn eigentlich deinen Job bisher so? You liking the job so far? How many hours you working a day? Probably about 20. Kind of like during the last 2 years anyway, yeah, right? Well, no difference. Mean, hey, going through a 16-way primary. No. No pressure involved in the primary. No conflict, right? Right. A lot of those same skills learned through that process are helpful here. But most importantly, it's an honor working for President Trump. Seriously, this is a person, not for a heart of gold, genuine, sincere. Still working 10 feet away from us. I mean, of course, he's and when this airs tonight at 10 o'clock, he's working. He'll be there still working dinner. He doesn't stop. I'm not just saying, everyone always likes to say that about people. They don't stop. He doesn't. Well, I thought, you know what time I usually talk to him, right? I wear out 25-year-olds on my staff. Well, I've known him for a lot of years. He wears out everybody. The times I would talk to him is 11 p.m., midnight, 1 a.m., or 5 a.m. Right. There's nothing unusual about getting a phone call at 11:30 and then 6:15. Oh, I get him at 1. Maybe he calls you first because he knows you go to bed earlier. No, actually, I don't. But this is, I didn't get many phone calls either. I'm lucky that I have the same kind of clock as that he does. Good. But here's the difference. I'm used to outworking people. So my clock, I can defeat anyone when it comes to work, but not him. So that's a challenge. So you don't want I've met my match. You don't like to lose. Oh, no. All right. So now we have a chief of staff and a president that wants to win. No, I mean, as far as, like, working. I mean, the guy doesn't stop. Well, if everyone's working for the country, I think everyone would be better off. I've always had an advantage on hard work, but he works really, really hard. Wirklich? Ja, der Präsident ist der fleißigste aller Zeiten. Also wenn man am vierten Arbeitstag in so eine Verherrlichung ausweichen muss, weil man nicht mehr genau weiß, wie kriegt man eigentlich noch die öffentliche Meinung hier zusammen in Sachen des eigenen Chefs? Das ist schon gruselig. Und wenn Trump wirklich so hart arbeitet, und ihm dann immer mal so ein Geniestreich einfällt, wie ansonsten ist nur Kim Jong-un passiert, dann hören wir da mal kurz rein. Während sie zusammensitzen und diese Keystone XL-Vergrößerung da vorbereiten, hat Trump mal eine gewisse Frage in die Runde geworfen, bei der Priebus so außer sich ist, weil das so eine geniale Frage ist und wir uns einfach nur wundern, bitte was, das ist jetzt ein Geniestreich von den vielen, der so toll sein soll, dass man ihn nochmal im Fernsehen vorträgt. And so the president was talking about these pipelines, talking about the union and some of the folks, the workers were here too that were actually in the fields. And it was just President Trump saying, wait a minute, where is this pipe coming from? We started talking about where the pipe came from. China. And at that very moment, like 48 hours ago, China. President said, well, why aren't we using American steel? Why shouldn't we be using American pipe? If the American government is involved with making sure that these pipelines continue, then why wouldn't we want to make sure that we're using American pipe and American steel? So he said, okay, well, let's write an executive order that says wherever you can possibly use American pipe and American steel, we should do it. Ja, also dass Trump überhaupt sich gar keine Zeit lässt für irgendwelche Deals, sondern dass er einfach per Dekret anordnet, und das wird wahrscheinlich die Tage jetzt kommen, alle mexikanischen Güter grundsätzlich 20% Zoll und damit finanzieren wir dann die Mauer. Die Mauer ist ein völlig sinnloses Projekt, Also er baut jetzt irgendwie eine Mauer in die Berge, die niemanden interessiert und die Milliarden Dollar kostet. Und finanzieren tut er das über die Vorschlaghammerzerschlagung der amerikanischen Südstaaten. Es ist wirklich, die saßen irgendwie zusammen und haben gesagt, nee, das scheiß auf die Deals, ich habe gelogen, ich mache keine Deals, wir bauen das jetzt alles mal einfach auseinander. Und es ist wirklich, also ich fühle mich ein bisschen verraten von Trump, Er hat Deals angekündigt, und was er jetzt macht, ich meine, für Europäer ist es gut, Also das ist jetzt die größte Chance, die Europa jemals bekommen hat, sich zu emanzipieren. Und zu wissen, nach welchen Maßstäben man die eigenen Vorteile jetzt nutzt, aber muss man dann halt auch nutzen. Stefan Schulz macht den Klaus Kleber. Wir haben uns geirrt. Naja, ich habe mich nicht geirrt. Ich will hier Deals haben, das hat er versprochen. Ansonsten, also ich bin gar nicht auf Klaus Klebers Linie mit seinem Narzissmus und seiner Rachsucht schlägt jetzt durch, sondern das waren die Trümpfe von ihm für diese Deals.
Ja, aber er lässt es ja nicht mal zu einem Besuch kommen mit dem mexikanischen Präsidenten, sondern sagt jetzt einfach, nö, ich kann doch hier genauso in meinem Büro sitzen und eine Executive Order unterschreiben. Ja? Und das ist einfach, weiß nicht. Also das haben wir bei Obama gesehen, ja, das ist am Ende, diese Executive Orders sind genau nichts wert. Spätestens, wenn der nächste Präsident kommt, werden die alle mit einem Mal wieder zurückgenommen und bis dahin werden sie sich auch nicht verwirklichen. Ja, also da beispielhaft Obamas Guantanamo, und da ging es darum, 40 Leute, na gut, damals vielleicht noch 100, in amerikanische Gefängnisse umzusetzen. Ja. Nicht mal das ist gelungen. Und jetzt kommt Trump hier mit solchen Executive Orders. Ja, das ist sinnlos. Also das ist wirklich, und da kann Priebus so stolz drauf sein, dass er so fleißig arbeitet, dass er, das sagt er in diesem Hannity-Interview auch, 12 Executive Orders, also da nimmt er die Memoranden mit rein, 12 solche Exekutiventscheidungen des Präsidenten gemacht hat, aber da müssen am Ende nur 3 Juristen da sitzen und eine Seite Text schreiben. Ja. Und es hat, da ist genau 0 Folgenabschätzung, 0 Durchsetzung, nichts geregelt. Das ist einfach nur Willensbekundung des Präsidenten, wie wir eben in der Wikipedia dann auch gelesen haben. Formlose Rechtspraxis, ja. Also wenn das eine Präsidentschaft sein soll, da hat er sich, glaube ich, geirrt. Naja. Wir heben uns meinen Bericht über den Regierungsbericht aus Berlin indirekt für nächstes Mal auf und gucken uns dafür nochmal Jimmy Kimmel an. Der hat mal Live Witness News über Trumps ersten Tag im Office. Donald Trump is doing now that he's had his first day in office? I think he's doing well. I'm going to give him a fair chance. What did you think about his announcement this morning that he will only hire staffers who are, quote, a 9 or above? I feel like he knows what he's doing, so yeah. Give him a shot. Do you think an 8 should be allowed to enter the Oval Office under President Trump? If he says 9, 9 or better. Okay, what about like an 8.5? 8.9? Nope, 9. What's your name? Also immer ganz, 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 ganz schöne Leute, ja. Ne? Auf einer 1 bis 10 Skala, 10 sind die schönsten Frauen der Welt. Und where are you from? I'm Cambo from Alabama. Cambo, as you know, today was President Trump's first day in office. How do you think he's doing so far? Well, I think we're all on the boat with him, and if we want that boat to go down, then we're going down with him. So we might. What did you think of all those viral photos of the stripper pole he installed in the Oval Office? Do you think that's kind of a fun way to change it up? Well, I mean, if you want to have a stripper pole, Nixon, I think, had a bowling alley. What did you think of that footage of President Trump installing a stripper pole in the Oval Office today? I was horrified. Yeah. Like, what did we get ourselves into? Did you see the footage of President Trump bulldozing Michelle Obama's vegetable garden today? And did you think that that was kind of a cool move? Yeah, I do. Yeah. Out with the old, in with the new. What went through your mind when you saw him riding that bulldozer, swinging his cap around? I was excited. Kind of wanted to jump on with him. Did you see that video of President Trump lighting the old Constitution on fire? What went through your mind when you saw the Constitution go up in flames? You know what? I think we're only asking questions that depict Trump in a negative fashion. And I think that's the last thing this country needs right now. Yeah. What we all need to do is band up. And we need to support our president, because that's what he is. What went through your mind when you saw him walk into the White House, turn around, and flip 2 middle fingers? I thought that was absurd. It was just, like, why would you do that? You're supposed to be the new president. Like, nobody does that. What were the people around you saying? They were like, what the heck was he thinking? Yeah. Like, who does that, you know? Who were you yeah. watching with? What's going through your mind? Who were you watching with? I was watching my friends and my family, yeah. Family friends? Yeah. Friends that are more like family. Yeah, and it was just like, we were shocked. Yes. Yes. What did you think about President Trump pardoning himself today, quote, just in case? I mean, I feel like he has taken the presidential seat and run with it as a show. It's losing power and respect from the world, and it's just another platform for television. So I think it's great in the sense that it's destroying I hope it's destroying people's faith in the system, because I'm all for that. But, you know, create new ones. I mean, if we don't like it, let's change the channel. I'm going to be honest, that didn't go where I thought it was going to go. Ja, der Clip ist sehr gut. Wir sind, also klar, das ist jetzt alles selektiv Zugriff, aber man hat auch trotzdem ein Gefühl dafür, was ja auch zutreffend ist wahrscheinlich, wie viel die Leute am Anfang eines Präsidenten durchgehen lassen, ja? So, also die breite Bevölkerung, die sagt so, naja gut, jetzt versammeln wir uns erstmal und so weiter, ja, es sind Selbstläufer eigentlich. Und was, dass sich Trump in dieser Zeit
seine zentralen Wahlkampfversprechen zum Thema macht, aber noch nicht mal auf den Kongress zugeht damit, ja, sondern es wirklich nur in seinem Büro entscheidet, das wird eine Stimmung verursachen, aus der er nicht wieder rauskommt. Und wenn diese Leute hier, ja, gesagt bekommen, aus allen Richtungen, und da haben wir ja auch John McCain und Lindsey Graham und so, ja, die auch von der republikanischen Seite noch sehr viel Einfluss auf Stimmung haben. Wenn da sich einmal die Stimmung durchsetzt, ja, der Trump, der sitzt einfach nur in seinem Büro und macht irgendwas und am Ende wird da nichts raus und es dauert zu lange und die Mauer, ich meine, die Mauer wird jetzt so ein BER-Projekt, ja, die wird da in 4 Jahren, gibt es da keine Resultate, sondern immer nur so Bauvorschritt irgendwie und dann sieht das alles scheiße aus und dann kommen auch die ersten Rechnungen, die bezahlt werden müssen und so, ja, und da kann er diese Stimmung, die er hier immer will, nicht aufrechterhalten, ja. Also es ist wirklich, so gut er das im Wahlkampf alles gemacht hat, diese Präsidentschaft, die ist jetzt schon durch irgendwie, finde ich, also das ist so mein Gefühl, ist schon vorbei, alle großen Wahlkampfthemen hat er jetzt einmal durchgerockt. Was will er jetzt die nächsten Monate noch machen? Ja, und es hat er alles vorbei an allen. Vorbei an den Medien, vorbei am Kongress, vorbei an seinen eigenen Leuten. Also wirklich absurd. Katastrophe. Erste Trump-Woche, Katastrophe. Unrettbar eigentlich. Gut. Das war's von der ersten Aufwachenwoche unter Donald Trump. Für Folge 176 brauchen wir noch mindestens einen Präsentatoren oder ja, das wäre mal wieder gut. Präsentatoren. Wollt ihr hier nichts präsentieren? Ja. Ansonsten finde ich es gut, dass wir immer sehr viele freuen. Unterstützung aus dem Ausland kriegen. Ja? In Japan, da weiß man das halt zu schätzen. So. Ja. Gut. Und ansonsten, frohes Wochenende. War's. Wir müssen unseren Überraschungsgast weiterhin schieben. Er ist krank. Ja. Und wir werden dafür vielleicht nächste Woche andere Gäste zugeschaltet haben. Thilos, und erster Überraschungsgast ist krank, aber sehr gut drauf. Ja. Und beim zweiten gucken wir dann, dass wir das eingetütet kriegen. Also schönes Wochenende und bis dann. Good night and good luck. Genau. We the people! Verabschieden sich. Macht's gut. Ciao. Sie haben es gerade selbst gesagt, Amtswechsel im State Department, sind viele zurückgetreten bzw. gefeuert worden. Das ist jetzt im Auswärtigen Amt nicht der Fall, gehe ich davon aus, Herr Schäfer. Und gibt es denn überhaupt schon stabile Kontakte zu US-Regierung, also Personen, mit denen man wirklich geregelten Kontakt jetzt schon hat. Was würden Sie unter geregeltem Kontakt verstehen? Ja, einer, mit dem man vor 2 Wochen geredet hat, vor einer Woche und auch heute reden kann. Okay. Ja, die Systeme, die Regierungssysteme beider Länder könnten, was die personelle Kontinuität angeht, eigentlich gar nicht anders sein. Das deutsche Modell des preußischen Berufsbeamtums sieht es vor, dass ein deutscher Beamter dem Minister der Regierung dient, die verfassungsgemäß und demokratisch ins Amt gewählt worden ist. So ist das im Auswärtigen Amt. Dass es personelle Veränderungen gibt, davon können Sie sicher ausgehen. Das sind alles Entscheidungen, die der Außenminister jetzt in den nächsten Tagen treffen wird oder schon getroffen hat und die dann sicherlich auch öffentlich bekannt werden. Es ist eben im deutschen System anders als im amerikanischen, wo mehrere tausend Führungspositionen in der Administration ausschließlich vom Ermessen des Präsidenten abhängen. Unser System ist da ganz anders, aber da kann ich Ihnen zum jetzigen Zeitpunkt noch gar nichts sagen. Über die Kontakte mit der amerikanischen Administration, ja, da ist es so, im State Department gibt es gar nicht mehr viele, mit denen wir jetzt noch sprechen könnten, sondern bis gestern hatten wir Ansprechpartner, mit denen wir auch gesprochen haben. Und es gibt natürlich auch Ansprechpartner im Transitionsteam und Personen im Weißen Haus und aus dem Umfeld des amerikanischen Präsidenten, mit denen Gespräche geführt worden sind. Aber Sie sehen ja selber angesichts der Nachrichtenlage aus Washington, dass gerade im Bereich der Außen- und Sicherheitspolitik die Ernennungen und die tatsächlichen Amtseinführungen noch auf sich warten lassen, sodass wir auf politischer Ebene zurzeit, wenn ich das richtig sehe, es zu tun haben mit einem in sein Amt eingeführten Verteidigungsminister. Der Herr Nant kann das vielleicht bestätigen. Ich lese das nur in der Zeitung, auch schon mit der deutschen Amtskollegin gesprochen hat. Das wird Herr Nant dann Ihnen sicherlich gleich erläutern. Und im Bereich der Außenpolitik sind wir noch nicht ganz so weit. Zu den Kontakten zu den USA, Herr Nant. Ja, ich möchte insofern das gleich das Wort einmal aufnehmen, weil die Verteidigungsministerin gestern mit dem amerikanischen Verteidigungsminister James Mattis telefoniert hat. Es war insgesamt eine sehr gute, konstruktive Atmosphäre, in der das Gespräch stattgefunden hat. Der amerikanische Verteidigungsminister hat sich nochmal klar bekannt
zur Bedeutung des Bündnisses und auch zu dem gemeinsamen Ziel einer Stärkung der NATO oder einer starken NATO. Zudem hat er sich auch lobend und mit klaren Worten Anerkennung ausgesprochen über das deutsche sicherheitspolitische Engagement in den letzten Jahren. Also ich sage mal Stichwort Afghanistan oder eben auch jetzt Stichwort Unterstützung bei unseren Bündnispartnern im Osten. Die Ministerin hat in diesem Gespräch nochmal angesprochen das Thema fairere Lastenverteilung im Bündnis. Also hier ging es zum Beispiel eben nochmal Hinweis auf die Trendwende, die wir auch bereits im letzten Jahr vollzogen haben, jetzt im Bereich Haushalt, Finanzen, genauso auch Material und Personal. Zudem, das vielleicht nochmal als Punkt, haben die beiden ein persönliches Treffen vereinbart, noch vor der Münchner Sicherheitskonferenz. Genauen Termin kann ich Ihnen dazu aber nicht sagen.